Finnland plant den Bau eines über 130 Kilometer langen Grenzzorns zu Russland. Alle im Parlament vertretenen Parteien hätten sich dafür ausgesprochen, teilt Ministerpräsidentin Sanna Marin nach einem Treffen der Parteispitzen mit. Marin zufolge gehe es darum, die finnische Grenze ordnungsgemäß zu überwachen. Außerdem müsse man auf etwaige Problemsituationen vorbereitet sein. Die Regierung werde nun ein Pilotprojekt ausarbeiten, dessen finaler Beschluss für 2023 geplant sei. Nach einem Vorschlag des finnischen Grenzschutzes soll der Zaun eine Länge von 130 bis 260 Kilometern haben, wobei die finnisch-russische Grenze mehr als 1300 Kilometer lang ist. Die finnische Opposition kritisiert den Bau, der hunderte Millionen Euro kosten und 3 bis 4 Jahre dauern soll.